Jo Leute, Sidon hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit geht es rein in den Abschluss des Jahres. Wir haben fast das Jahr vorbei, fast das Jahr rum, dementsprechend werden wir uns heute mal Boruto vornehmen und schauen, was dieses Jahr alles so passiert ist. Wir machen also einen kleinen Recap. Das ist natürlich nicht das letzte Video von Boruto für dieses Jahr, wir haben ja noch das Kapitel und der ein oder andere Talk wird sicherlich auch noch stattfinden, also macht euch da mal keine Sorgen, aber wir machen jetzt auf jeden Fall schon mal den Recap oder den Abschluss und schauen uns auch ein bisschen an, was nächstes Jahr stattfinden könnte. Also, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen, wir gehen rein. Let's go. Dieses Jahr war für Boruto auf jeden Fall anders zu betrachten als letztes Jahr. Ich erinnere nur mal an 2022, denn das war absolute Katastrophe für die Boruto-Serie. Der Anime hat nur irgendeinen Filler-Dreck gebracht, der nichts beizutragen hatte. Da ist wirklich gar nichts passiert. Und im Manga hatten wir solche Kapitel wie Ada und Damon im Fokus, ein bisschen Kissenschlacht hier links und rechts, das war nicht wirklich von Bedeutung, das war nicht wirklich krass. Dieses Jahr hatten wir, auch wenn es mal zu Pausen kam oder auch wenn der Anime vorübergehend eingestellt wurde, definitiv mehr Content, denn dieses Jahr war bedeutend für die Boruto-Serie. Naruto ist Anfang des Jahres versiegelt worden durch Kawaki in diese zeitlose Dimension und Ende des Jahres, letzten Monat sogar, haben wir herausbekommen, was mit Sasuke passiert ist, der ebenfalls versiegelt wurde in einen Baum sozusagen. Also die beiden hat man jetzt rausgenommen. Dieses Jahr haben wir endlich die Antwort darauf bekommen, was mit Naruto und Sasuke während des Timeskips passiert ist. Und Stichwort Timeskip, den haben wir natürlich auch dieses Jahr bekommen. Das heißt, allein schon wegen diesen drei Punkten kann man sagen, dass dieses Jahr definitiv krasser war als das letzte Boruto-Jahr. Zumindest was den Manga betrifft. Anime-wise haben wir zwar den Code-Arc bekommen, der sah auch jetzt nicht so krass aus, muss man sagen. Es gab die ein oder andere gute Folge, aber dafür auch die ein oder andere schlechte Episode. Von daher war das so im Mittelfeld irgendwo einzuordnen. Letztendlich kann man nur darauf hoffen, dass wenn der Anime irgendwann mal wiederkommen würde, dass das auf jeden Fall ausgebessert werden kann. Wir haben diesen Monat auf der Jump Festa keine Boruto Stage. Das bedeutet, wir werden vermutlich keine große Ankündigung bekommen, was diese Serie betrifft. Wir haben zwar eine Stage zur V-Jump und da ist Boruto auch mit dabei, aber das sind eher so kleinere Stages und da kann man jetzt keine großartige Ankündigung erwarten. Wir sollten eigentlich auch vier weitere Naruto-Episoden bekommen, die bisher aber noch nicht kamen, noch nicht mal richtig produziert worden. Ich weiß nicht ganz genau, wie das hinter den Kulissen aussieht aktuell. Scheinbar gibt es keine Neuigkeiten dazu. Man bekommt nicht ein einziges Wort davon mit, so mäßig. Also ich frage mich langsam, ob man die überhaupt noch sehen möchte. Wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich diese Naruto-Folgen nicht mal. Da hätten sie auch direkt sich an das Boruto-Projekt weiterhin setzen können. Aber ja, ich denke, Ankündigungen werden wir keine bekommen diesen Monat. Weder zu Naruto noch zu Boruto. Aber in 2-3 Wochen werden wir vielleicht mehr wissen, was das Thema betrifft, weil die Jump Fester ist ja schon bald. Wir hatten 3 Monate Pause. Ikimoto hat sich ein bisschen rangesetzt jetzt für den Timeskip. Wir haben neue Designs bekommen. Ich würde auch sagen, selbst die Backgrounds oder so zeichnerisch hat man da auf jeden Fall ein bisschen einen draufgesetzt. Da war auf jeden Fall das ein oder andere Panel, wo ich sagen würde, das sah besser aus als jetzt standardmäßig in Part 1. Aber ist natürlich immer noch nicht von monatlichem Niveau, was wir jetzt gerne hätten. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hinzugeben, aber liegt wahrscheinlich auch größtenteils daran, dass Ikimoto größtenteils alleine an der Sache arbeitet. Ich bin sehr gespannt, wie nächstes Jahr aussehen wird. Wir werden ja die Chapter alle bekommen,
Vermutlich wird durchgeballert und kein einziges Mal Pause gemacht werden. Das heißt, nächstes Jahr werden wir 12 weitere Kapitel bekommen. Der Anime wird wahrscheinlich nicht erscheinen. Ist halt abhängig jetzt von der Jump Fester. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus. Aktuell ist nichts in Produktion. Wir haben jetzt diesen Monat noch ein neues Chapter. Da wird dann vermutlich nochmal aufgerollt werden, was über die 3 Jahre hin passiert sein könnte. Vielleicht werden wir ein etwas lameres Kapitel bekommen. Vielleicht ein bisschen textlastiger. Oder vielleicht wird mehr zu anderen Charakteren erklärt werden. Weil jetzt ist quasi dieser Intro Arc sozusagen abgeschlossen. Boruto ist kurz reingekommen, wir haben ihn gesehen, jetzt ist er wieder in seiner Base, so mäßig. Man muss ja nicht stückchenweise sich jetzt voranarbeiten, wenn man noch einen Flashback hat, den man eigentlich abarbeiten könnte. Von daher sage ich, man könnte jetzt auch einen Throwback oder einen Flashback wieder reinbauen, um rückwirkend zeigen zu können, was passiert ist oder wie das mit Sasuke passiert ist. Gerade wenn der Cliffhanger des letzten Kapitels es war, dass wir eben gesehen haben, dass Sasuke zu einem Baum geworden ist. Dann würde es sich jetzt eigentlich stark anbieten, dass wir sehen, wie ist er dazu geworden. Man kann sich es natürlich schon irgendwie so ein bisschen denken, aber natürlich sehen wir das noch nicht oder haben wir es noch nicht gesehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dazu Content kriegen. Ich denke nicht, dass das offscreen-mäßig abgehandelt werden wird. Deswegen ist mein Call für das nächste Kapitel und auch für die nächsten Chapter, was ich schon von Anfang an seit diesem Timeskip hier gesagt habe, dass wir auf jeden Fall irgendwie einen Flashback kriegen werden, vielleicht auch mehrere Flashback-Kapitel, das komplett diese in der Vergangenheit spielen, also aus jetziger Sicht, aus jetziger Perspektive betrachtet, und dass wir dann auch wieder den jüngeren Boruto sehen oder selbst wie Boruto zu diesem jetzigen Teen Boruto geworden ist und wie Sasuke in diesem Baum gelandet ist. Wenn wir uns den gegenwärtigen Content vom Boruto Manga anschauen, dann würde ich sagen, handeln wir jetzt erstmal den Shinju Plot ab. Der hat ja gerade erst angefangen, von daher, der wird jetzt nicht einfach so beendet werden. Ich denke, der zieht sich auf jeden Fall über das ganze Jahr. 12 Chapter sind nicht so viel, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das noch eine gute Weile gehen wird, vor allem wenn der Anime, der sich noch in Part 1 befindet, dann irgendwann 2025 oder 26 nachrücken muss. Ich denke, da wirst du dann auch keinen Seasonal Anime bekommen. Du wirst ja keinen Seasonal Anime aufbauen, wenn du 300 Folgen lang irgendwas erzählst, worauf du dann nie wieder Bezug nimmst. Wahrscheinlich wird es trotzdem passieren, dass man auf ein paar Sachen nicht mehr Bezug nehmen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anime von Boruto seasonal erscheinen wird, was die nächsten Jahre betrifft. Ich denke, die haben Produktionsschwierigkeiten. Das ist das Problem gewesen. Die werden an dem Problem etwas ändern, eine Lösung finden. Und dann wird in einigen Jahren der Anime wieder zurückkehren, ganz normal. Wahrscheinlich mit der 294. Episode dann und nicht als neuer Anime oder wie auch immer. Dementsprechend geht es dann weiter und dann, wenn Timeskip erreicht ist, dann kann man dann den Anime neu labeln oder wie auch immer, neu unterteilen, wie man das bei Naruto auch gemacht hat. Wir gehen also davon aus, dass nächstes Jahr viel vom Shinju-Plot abgehandelt wird. Wir haben also nicht so im Vordergrund dieses Boruto Kawaki-Ding. Ich denke, das wird eher so danach stattfinden. Code ist jetzt auch erstmal wieder raus, das heißt, der baut sich auch auf und wird wahrscheinlich auch Setup bekommen dafür, dass er das Ruder wieder rumreißen kann. Also es sieht ja stark danach aus, man wird diesen Gedanken wohl oder übel bekommen können. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass auch dieser zweite Part hier, also Boruto 2 Blue Vortex, möglicherweise nicht der letzte sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir insgesamt 3 Parts kriegen werden. Auch der zweite Part wird wieder ein paar Chapter lang gehen und im dritten Part haben wir dann das absolute Finale. Aber das ist nur mein Bauchgefühl an der Stelle. Müssen wir mal schauen, ob sich das bewahrheiten wird, weil das ist generell etwas, was man jetzt noch nicht sagen kann. Das wird sich wahrscheinlich eh erst in einigen Jahren klären, da ja eben nicht so viele Chapter im Jahr rauskommen. Von daher schauen wir da mal weiter. Ich sag ganz klar, die nächsten 5 Jahre wird es 100% noch Boruto geben und wahrscheinlich auch noch danach weitergehend. Von daher müssen wir mal schauen. Der Anime muss ja eh nachrücken, von daher wird das eh kein Problem werden. Seasonal kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn es Manga-Content technisch natürlich passen würde, aber dafür haben wir zu viel Aufbau von anderen Dingen im Anime bekommen. Toneri, Yogan, scheinbar Dinge
in den Anime reingebracht, die selbst im Manga nicht mal existieren, wovon die Leute aber Informationen beziehen wollen oder die sie als Canon erachten. Von daher halte ich es nicht für möglich, dass der Anime seasonal werden wird. Also das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Du hast in dem gesamten ersten Part das Yogan so gut wie gar nicht betrachtet, obwohl es natürlich irgendwie wichtig sein wird für Boruto. Und dementsprechend denke ich, dass man da vielleicht später noch Bezug drauf nehmen wird, aber dass das eher eine Anime-Only-Sache bleiben wird und im Manga nicht beleuchtet wird, einfach. Also, da müssen wir mal schauen. Das wird auf jeden Fall interessant. Meine Calls sind für nächstes Jahr. Shinju-Plot hat den Fokus. Wir werden vielleicht für die nächsten Jahre einen dritten Part bekommen, der aber noch weit in der Zukunft liegt. Und dementsprechend denke ich auch, dass der Anime nächstes Jahr nicht wiederkehren wird. Aber um 100% sicher zu gehen, haben wir ja noch die Jump Festa Ende des Monats. Und dann schauen wir mal, ob da was kommen wird. Aber Wahrscheinlichkeit ist eher, dass nichts kommt. Also, das wäre es von meiner Seite aus zu diesem ganzen Kram hier gewesen. Lasst mir gerne eure Rückmeldung unten in den Kommentaren da. Und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!